Wir sind's wieder, eure Cook Brothers, und heute zurück mit einem richtig, richtig leckeren Gericht, und zwar scharf gebackenen Blumenkohl. Super einfach, aber mega, mega lecker. Ich würde sagen, nicht lange reden und ich zeige euch, wie es geht. Das Essen bietet jetzt wahrscheinlich keinen super krassen Fleischersatz, das soll es auch gar nicht sein, aber vor allem, wenn man sich versucht, vegan zu ernähren oder ähnliches, ist das, finde ich, wirklich ein richtig cooles Gericht, was wirklich für sich alleine steht. Und ja, ich zeige euch, wie es geht. Eigentlich fast schon der schwierigste Part ist quasi die Marinade anzurühren. Und ich beginne quasi hier mit verschiedenen Gewürzen, nämlich etwas Salz, bisschen Zucker noch mit dabei, Curry, Chiliflocken, Oregano und bisschen geräuchertes Paprikapulver. Aber eigentlich könnt ihr an Gewürzen spielen, wie ihr lustig seid. Jetzt kommt hier noch ein Löffel Tahini rein, oder Tahin, das ist einfach wirklich quasi ein Sesammus oder eine Sesampaste, und die gibt darin nochmal einen schön leicht nussigen Geschmack, und für mich persönlich passt es da einfach hervorragend rein. So ein Tahini könnt ihr eigentlich super einfach selbst machen, und zwar braucht ihr dafür einfach nur eine gute Menge Sesam und die in den Mixer packen, schön fein pürieren und immer weiter mixen, und dann wird es irgendwann zu einer schönen Art Mousse. Und dann habt ihr euren eigenen Tahini. Und genau das könnt ihr eigentlich auch mit jeder Nusssorte machen, euren eigenen Nussmus herzustellen. Ich gehe jetzt hier noch mit einem kleinen Löffel Honig mit hinzu. Ich finde, das gibt einfach eine richtig schöne, leicht karamellige Note, vor allem dann im Ofen. Und passt für mich da einfach perfekt mit rein. Ein kleines bisschen Olivenöl noch. Und jetzt könnt ihr entscheiden, ob ihr mit Tomatenmark rangeht, aber weil ich es auch noch ein bisschen scharf mag, gehe ich noch mal ein bisschen Sambal Oleg rein, und das ist quasi so eine Chili-Paste. Es ist schön für die Farbe und schön für den Geschmack. Also, wie schon gesagt, ich mag es scharf, aber wenn ihr sagt, ist mir ein bisschen zu intensiv, dann nehmt ihr einfach Tomatenmark. Jetzt kommt natürlich der Hauptakteur von diesem Gericht, und zwar den Blumenkohl. Ich mache es einfach so, ihr schneidet hier unten gerne den Strunk ab, dann fallen die Blätter hier schon weg. Und die Blätter nicht wegwerfen, damit zeige ich euch dann noch was ihr wirklich richtig cooles machen könnt und was perfekt zu diesem Gericht passt. Also jetzt erstmal den Blumenkohl von den Blättern befreien, und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Die Blätter habe ich jetzt hier alle abgetrennt, die könnt ihr jetzt erstmal waschen. Aber wir machen jetzt erstmal mit dem Blumenkohl weiter, und wenn der dann in der Marinade liegt, dann zeige ich euch, was ihr hiermit machen könnt. Jetzt habe ich hier den Blumenkohl und brecht euch die Röschen ab. Und wenn ihr sagt, ich würde gern nicht so viel Strunk haben, dann schneidet ihr es einfach weg. Oder wenn euch die Röschen zu groß sind, dann brecht ihr die einfach ein Stück kleiner. Das ist ganz euch überlassen. Ich mache das jetzt schnell mal, und dann zeige ich euch, wie es bei mir aussieht. Ich habe die jetzt hier und da noch ein kleines bisschen gekürzt. Und das ist jetzt mein Endergebnis, und das wandert jetzt in unsere Marinade. Jetzt mit dem Blumenkohl rein in unsere Marinade. Und wirklich richtig schön durchmischen, einmassieren. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr so wie ich mit einem Holzlöffel hier einfach durchgeht, schwenkt oder es mit euren Händen einmassiert. Könnt ihr für euch entscheiden. Ich will jetzt meine Hände nicht ganz so dreckig machen. Deswegen einfach durchrühren und schön darauf achten, dass überall dann die Marinade hängen bleibt. Ich habe jetzt hier das richtig schön durchgemischt, und das kommt jetzt auf ein kaltes Backblech mit Backpapier ausgelegt, und dann wird das in den Ofen gegeben bei ungefähr 200 bis 210 Grad für 14, 15 Minuten, je nach Farbe. Und für euch alles genau steht nochmal in der Videobeschreibung. Und ich hatte ja gesagt, dass wir was aus den restlichen Blumenkohlblättern machen, und zwar kann man die einfach genauso essen. Und zwar machen wir damit einen richtig, richtig leckeren Dip, wo wir dann unseren Blumenkohl schön reindippen können. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Der erste Schritt besteht quasi darin, die zu nehmen. Also ich habe die jetzt schon gewaschen und einfach ein bisschen grob klein zu hacken oder zu schneiden, dass es der Mixer dann am Ende leichter hat. Nicht wundern, ich habe jetzt nicht alles genommen, weil ich finde, wenn man alles nimmt, ist es einfach ein bisschen zu viel für die Menge an Blumenkohl. Aber ihr könnt theoretisch auch alles nehmen, aber ich strecke das dann noch mit ein paar Kräutern. Das kommt jetzt erstmal hier in eine Schüssel, und dann zeige ich euch jetzt direkt noch, was damit hinzukommt. Und zwar, ich würde sagen, eine gute Menge Olivenöl.
Eine schöne kleine oder eine schöne gute Prise Salz, ein kleines bisschen Honig und hier könnt ihr jetzt auch an den Zutaten, die noch mit dazukommen, spielen, wie ihr wollt. Entweder lasst es jetzt komplett vegan oder gebt so wie ich noch einen kleinen Schuss Joghurt mit rein. Einfach ein oder paar mehr gute Esslöffel an Joghurt, das macht das Ganze nämlich auch noch schön cremig. Und ich hatte ja gerade schon erzählt, dass ich jetzt noch mit ein paar Kräutern rangehe. Welche das sind, zeige ich euch. Und ich nutze doch nicht so viel verschiedene Kräuter, sondern eigentlich nur ein bisschen Koriander, weil ich finde, das gibt im Vergleich zu diesem leicht scharfen, relativ intensiven Blumenkohl einen sehr schönen Kontrast. Und deswegen einfach wirklich sehr einfach zu schneiden. Hier ein bisschen zu so einer Buschelform. Und dann geht ihr mit eurem Messer hier schön durch und schneidet es schön fein. Wenn da jetzt was Größeres dabei ist, stört es ja auch nicht, weil es macht ja am Ende eh alles klein, der Mixer. Und das reicht mir schon, weil es soll auch nicht zu intensiv werden. Einfach damit jetzt hier rein. Und genau, dann kann ich es schon mixen. Dass wir noch eine leichte Säure dabei haben, könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr mit Zitronensaft, Limette oder so rangeht. Ich gehe hier einfach mit einem guten Spritzer Essig ran. Und jetzt kommt der Schritt, wo wir pürieren. Ich zeige es euch, wie es dann danach aussieht. Das ist jetzt wirklich richtig schön cremig. Ich habe es jetzt noch ein bisschen für das Video ein kleines bisschen garniert mit noch ein bisschen Olivenöl und etwas extra Koriander. Und ich glaube, der Blumenkohl dürfte eigentlich auch gleich soweit sein. Ich finde, die sehen echt wirklich gut aus. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera genauso rüberkommt. Ich würde sagen, die richten wir jetzt noch schnell an und dann können wir endlich probieren. Hier haben wir es jetzt und ich finde, es kann sich doch echt sehen lassen. Der Blumenkohl hat ja wirklich an manchen Stellen schon eine richtig leckere Kruste gebildet. Und ich bin schon ganz heiß aufs Probieren. Bisschen was vom Blumenkohl rein in den Dip. Ich finde, es harmoniert einfach perfekt. Diese leichte oder intensive Würze von dem Blumenkohl mit diesem schönen, frischen, leichten Dip. Das ist auf jeden Fall ein Must-Have in eurem Rezeptbuch für eure Küche. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit diesem Rezept und bis zum nächsten Mal. Eure Cook Bros. Ciao!